Hallo, meine Lieben! Heute beschäftigen wir uns mit dem Realistic Life and Pregnancy Mod. Was macht dieser Mod in eurem Spiel? In diesem Mod dreht sich alles um Familie, Beziehungen und vor allem realistischere Gespräche und Emotionen bei euren Sims. Und ich kann euch versprechen, dass es sich lohnt, bis zum Ende zu schauen, denn was dieser Mod alles beherrscht, es haut mich und bestimmt auch euch aus den Socken. Wir gehen mal rein ins Spiel. Wir sind bei der Familie Barrett. Wir haben hier ein Ehepaar, die einen Teenager-Sohn und ein Kind haben. Und ich erkläre euch jetzt Stück für Stück, was dieser Mod kann. Ja, das Erste, was wir machen können, ist Interaktion mit den Kindern. Das heißt, ihr habt einen extra Reiter bei euren Kindern, die, wenn sie zum Beispiel auf die Mutter klicken, den Bereich haben, wie geht es dir oder hier Kinder. Dann könnt ihr nach einem Fahrrad fragen, nach einem Tablet fragen, nach einem PC fragen, nach Buntstiften fragen. Und genauso habt ihr hier einen Reiter mit Familie, wo ihr über gewisse Sachen diskutieren könnt und reden könnt. Und wir werden das jetzt einfach mal so machen, dass die kleine Maus sich einen PC wünscht. Und dann können wir mal schauen, was passiert. Wie reagiert Mami drauf? Nur unter einer Bedingung. Wir kaufen dir nur dann einen neuen PC, wenn du in der Schule gute Noten bekommst. Das ist doch meine Ansage. Und ihr seht, sofort kriegt sie ein neues Moodlet, was sagt gestresst. Gestresst. Es ist nie einfach, die Eltern zu bitten, ein neues, teures Gerät zu kaufen. Alex hofft, dass sie es ohne großes Geschrei akzeptieren werden. Das Grandiose daran ist, es gibt auch andere Antwortmöglichkeiten. Es ist also jedes Mal eine Überraschung, was dabei rumkommt, aber ihr habt sofort Reaktionen, Moodlets und andere Sachen, was ich super finde. Genauso wie sie. Ihre Mama hat auch ein Moodlet. Nur unter einer Bedingung. Wir kaufen dir nur dann einen neuen PC, wenn du in der Schule gute Noten bekommst. So, das sind die Interaktionen mit den Kindern. Es gibt natürlich aber auch Interaktionen für Teenager. Die Teenager können quasi dasselbe fragen wie die Kinder, aber ihr könnt zum Beispiel auch als Teenager dann fragen, ob er ein Tattoo kriegen kann, ob er ein Piercing haben kann, nach einem Geschwisterkind fragen. Wir fragen mal nach einem Tattoo. Mal schauen, wie Mutti reagiert. Dann habt ihr auch die passenden Moodlets dazu. Auf keinen Fall! Konstanz ist gegen Tätowierungen, weil sie nicht will, dass ihr Kind von anderen verurteilt wird. Schließlich ist bekannt, dass Tätowierungen für unhöfliche und schlechte Sims sind. Und das kann es für sie schwieriger machen, einen Job zu bekommen, selbst wenn sie qualifiziert sind. Und dann seht ihr direkt hier unten, ist nicht wichtig. Wade will sich mehr als alles andere auf der Welt tätowieren lassen. Er wünscht sich eine schöne, farbige Tätowierung, auf die er stolz wäre. Und es spielt keine Rolle, was seine Eltern sagen würden. Er wird es bekommen und vielleicht alles einmal zu Hause abdecken. Ist das nicht der Grund, warum die Full Coverage Foundation existiert? Und sie ist sauer und sagt, nein, auf keinen Fall. Leute, das bringt so viel mehr Story in euer Spiel. Okay, dann geht's nämlich in den nächsten Reiter. Ihr habt nämlich Interaktionen, die es nur morgens und abends gibt. Und das Coole ist, dass die sich auch anpassen. Also je nachdem, welche Uhrzeit ihr habt, werdet ihr auch nur das angeboten kriegen. Wenn ihr also hier rauf geht, gibt es dann den Bereich Nächte. Und wenn ihr morgens sein würdet, gibt es den Bereich morgens. Und bei Nächte gibt es Ausdrücken, wie sehr ich dich vermisst habe, wie geht es dir, wie war dein Arbeitstag oder über ein Abendessen im Restaurant sprechen. Das machen wir mal. Wir drücken mal aus, wie sehr wir dich vermisst haben. Juhu, einige niedliche Worte machen Constance zum Glücklichsten, denn ihr Partner ist alles für sie. Da seht ihr auch, das Kind hat jetzt von selber nach einem Fahrrad gefragt. Das heißt, diese Interaktionen funktionieren auch ohne, dass ihr sie selber anklicken müsst. Dann gehen wir weiter in den nächsten Punkt. Schwangerschaft und Babygeschlechtspräferenz. Und dafür werde ich sie jetzt einmal schwanger cheaten, denn ihr habt einen komplett neuen Reiter, wenn sie schwanger ist. Wenn ihr jetzt mit ihr auf ihren Mann klickt, dann habt ihr den Bereich Schwangerschaft. Und ihr habt so unfassbar viel, was ihr mit eurem Partner teilen könnt. Und auch, was für ein Geschlecht es wird, das machen wir jetzt mal. Ricky will unbedingt ein kleines Mädchen. Und sie sagt, das Geschlecht spielt keine Rolle. Und genauso habt ihr dann ganz viele verschiedene Sachen zur Auswahl, wie Morgenübelkeit, Geruchsprobleme, über das Verhalten beschweren, über Müdigkeit sprechen und so weiter. Ich werde euch gar nicht alles zeigen, weil ihr sollt auch noch selber ganz viel entdecken. Und was ich grandios finde, die Modderin hat auf ihrer Seite auch nicht alles gezeigt, weil sie gesagt hat, ihr sollt selber noch Dinge im Spiel entdecken. Dann haben wir als nächstes den Punkt familiäre Interaktion.
Da geht ihr dann hier auf den Reiter Familie und könnt zum Beispiel über familiäre Themen, die eure Familie betreffen, sprechen. Wie eine Adoption von Haustieren. Dann gibt es den persönlichen Reiter und den habt ihr, wenn ihr auf Persönlichkeit geht. Und da habt ihr zum Beispiel über Veränderungen im Leben sprechen, an Kindheitsfreunde erinnern. Das werden wir jetzt einfach mal auswählen. Und da seht ihr zum Beispiel, dass ihr jetzt dann einen neuen Reiter habt. Constance verspürt das Bedürfnis, etwas in ihrem Leben zu ändern. Es könnten Gewohnheiten, Routinen oder sogar ihre Frisur oder Farbe sein. Da seid ihr also auch gefragt, was wünscht sich euer Sim? Und last but not least habt ihr den Reiter für meine Interaktion. Der wird sich aber nur eingliedern, wenn ihr miteinander Stress habt. Also wenn die beiden sich anfangen zu streiten und es Zwist zwischen den beiden in der Beziehung gibt, dann können die beiden halt wirklich über ihre Gefühle sprechen und über ihre Probleme sprechen. Und auch das wird quasi erst freigeschaltet, wenn eure Sims in dieser Situation sind. Ja, und dann wurde zuletzt noch ein Reiter hinzugefügt. Ihr habt nämlich jetzt die Möglichkeit, am PC nach Urlaubsangeboten zu suchen. Und habt dann verschiedene Möglichkeiten, quasi günstige Urlaube euch anzugucken. Es funktioniert noch nicht, dass ihr dann einen Urlaub buchen könnt. Es steht ganz klar, da das quasi im nächsten Update so schnell wie möglich passieren soll, dass diese Interaktion funktioniert. Was ihr aber machen könnt, ist, wenn ihr Finde selber doradische Attraktion klickt, dann lernt euer Sim quasi die Fähigkeiten, die man in El Salvador lernen kann. Ich würde mal sagen, kommen wir mal zum Fazit dieses Mods. Kommen wir mal zum Pro. Erstmal könnt ihr anhand der Bilder immer erkennen, was vom Mod ist, was ich grandios finde. Und ihr könnt auch anhand der eigenen Reiter sehen, was dazugehört. Und habt immer auch so süße Benachrichtigungen. Was für eine schöne, weiche Bewegung. Also ihr habt viel mehr, wie ihr in euer Spiel eintauchen könnt und mit euren Sims mitfühlen könnt. Er ist übersetzt. Er ist übersetzt und er ist sehr gut übersetzt. Und die Übersetzung könnt ihr direkt mit runterladen. Wenn ihr den Mod runterladet, habt ihr einen extra Ordner, wo nur Übersetzung drin steht. Wenn ihr wissen wollt, wie man Mods richtig installiert, verlinke ich euch jetzt nochmal hier oben, sowie unten, ein Video. Dann ist er super realistisch, denn die Fragen, die gestellt werden, die Reaktionen, die Emotionen, die die Sims ausleben, sind sehr, sehr gut am realistischen Leben dargestellt. Ihr habt viele neue Moodlets hier unten, die es so vorher noch nicht gab. Ihr habt viel mehr Emotionen, ihr habt viel mehr Storyline. Es gibt regelmäßig Updates, also die sind dran, es immer aktuell zu halten. Ihr habt viele Reaktionen auf eine Frage, also zum Beispiel mit dem PC. Es gibt nicht nur eine Antwortmöglichkeit, sondern viele verschiedene. Der Mod passt sich deiner Situation des Sims an. Morgenaktionen gibt's morgens, Abendsaktionen gibt's abends. Ihr könnt zum Beispiel jetzt Morgende anklicken, weil wir jetzt den nächsten Morgen haben und habt andere Sachen zur Auswahl. Außerdem ist sie jetzt schwanger und ihr habt einen neuen Reiter, den ihr jetzt benutzen könnt, nämlich den Reiter Schwangerschaft. Dieser Mod ist auch für Kinder und Jugendliche, was ich richtig grandios finde. Und das ist mir am wichtigsten, eure Sims kriegen noch mehr Leben eingehaucht. Noch mehr, was sie ausmacht und vor allem ihr darauf keinen Einfluss habt. Ihr beobachtet, ihr stellt Fragen und Entscheidungen und euer Sim sagt euch im Endeffekt, ob er das will oder ob er das nicht will und wie er dazu steht, ob er das gut findet oder nicht. Was einfach nochmal, finde ich, viel mehr euren Sim einen eigenen Charakter gibt und euch auch viel die Langeweile nimmt und viel mehr Spielerlebnis gibt. Ja, dann kommen wir jetzt einmal zum Contra, wie er mit anderen Mods verträglich ist. Schwierig. Kann und will ich nichts mehr zu sagen, weil wir alle haben unterschiedliche Mods im Spiel. Ich habe meine Basis-Mods drin, die ich immer benutze. Und dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, welche Mods ich immer benutze. Das verlinke ich euch auch nochmal hier oben, sowie unten in der Beschreibung. Damit funktioniert es. Aber ich würde, wie gesagt, wieder sagen, probiert ihn aus, speichert und sichert euer Spiel vorher und packt Stück für Stück eure anderen Mods mit dazu, um zu probieren, wie sie miteinander funktionieren. Ihr habt keine Wahl auf die Reaktion deiner Sims. Wenn du zum Beispiel die Geschichte so spielen willst, dass sie auf jeden Fall einen neuen Computer kriegen soll, aber Mutter oder Vater sagen, nö, dann ist es natürlich blöd, weil ihr vielleicht sagt, das passt jetzt nicht in mein Spiel. Ihr habt also keinerlei Macht darauf, wie euer Sim reagiert, was vielleicht manchmal für euch blöd sein kann, weil es
eure Storyline unterbricht. Ich finde ihn manchmal ein bisschen unübersichtlich, weil manchmal sind die Sachen einfach so hier mittendrin. Manchmal sind sie aber auch hier drin. Also es ist irgendwie, es ist sehr durcheinander, was ich manchmal echt blöd finde. Also da würde ich mir wünschen, dass die Sachen wirklich nur in ihrem Reiter bleiben und nicht noch überall rumschwirren, weil man dann sonst sehr verwirrt sein kann. Und ich bin ein bisschen überrascht, weil wenn ihr seht, wie viel ihr jetzt hier an Hickhack habt, an Emotionen und Sachen, wie stark es Einfluss hat auf die Emotionen und vor allem wie lange. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil das kann vielleicht auf lange Zeit sehr nervig und sehr anstrengend sein. Aber das muss man selber ausprobieren. Mein Fazit zum Ende ist, ihr wisst ja, dass mein Mod Nummer 1 der Woohoo Wellness Mod ist. Das ist mein Mod. Dieser hier macht ihm stark Konkurrenz, weil er so viel Gameplay ins Spiel bringt. Und ich weiß jetzt schon, ich werde ihn, weil bald meine dritte Generation startet als Let's Play, ich werde ihn auf jeden Fall benutzen, weil er einfach grandios ist und sich deinem Spiel anpasst und ihr so viel tiefere Gespräche führen könnt. Und er, wie gesagt, für jung und alt was ist. Wenn ihr einen Mod analysiert haben wollt, schreibt ihn gerne unten in die Kommentare. Ich gehe gerne euren Wünschen nach. Und wenn ihr gerne noch mehr Mods analysiert haben wollt, schaut doch gerne mal hier rum. Da analysiere ich nämlich noch ein paar andere Mods. So wie hier unten ein grandioses Let's Play, wo jetzt bald die dritte Generation startet. Es lohnt sich, da reinzugucken, weil es absolut spannend ist. Fühlt euch umärmelt. Eure Renia. Ciao!